Herzlich willkommen zur Untersuchung einer gleichförmigen Bewegung. Auf dem Pausenplatz wird eine Strecke von 25 Metern abgemessen und im Abstand von 5 Metern jeweils eine Markierung gemacht. Eine Person geht dann in gleichmäßigem Schritttempo die Strecke ab. Wenn sie startet, gibt sie ein Zeichen. Die anderen Gruppenmitglieder starten die Zeitmessung und stoppen, sobald der Läufer die Linie auf ihrer Höhe überquert. In der Praxis sollten die Messungen wiederholt werden und mit Durchschnittswerten gearbeitet werden. Aus der benötigten Zeit für das Zurücklegen der ganzen Strecke kann die Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet werden. Die grafische Darstellung der Messwerte im Wegzeitdiagramm zeigt eine lineare Steigung. Das Gehen ist also tatsächlich eine gleichförmige Bewegung.